Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier zum nächsten Liga-Rennen hier der GTL und heute in Macau die Premiere. Das wird das schlimmste Rennen. Ich habe eine Frage, darf sich Kantelbart jetzt einordnen beim Safety Car, weil er steht in der Box anstatt in der Startaufstellung? Sechster steht hier. Also hier sehen wir nochmal die Startaufstellung. Lando startet von der 1, Jets einmal von der 2, ich von der 3. Da steht, ich verbrauche 5 Liter pro Runde. Morgen Antonio von der 4, Damal von der 5, Kantelbart von der 6, der wie gesagt aus der Box sich einordnen muss. 7. GT Racer, 8. Black Eye, 9. Adrenalin, 10. Yannick, 11. Funky, 12. Tiger Thomas und ja, wie gesagt, unsere beiden Safety Cars. Ja. Wieso habe ich nur 30 Liter? Wir haben. Busfahren. Ja. Wie viele spürst du mit? 21 Runden fahren. 84. 21 Runden fahren wir, das wird ein sehr, sehr schlimmes Rennen. 39. So. Und ich hatte keine Lust, ich mache einfach Reifen fertig. So, also Grantepper, du bist Sechster, also du ordnest dich hinter Damal ein und vor GT Racer. Ja. So, wir können losfahren. Ach du Scheiße. Lembo von der 1, Erik von der 2, ich von der 3, Antonio von der 4. Lass Platz da, lass ihn gerade sofort einordnen, oder? Grandebart, nochmal, warte. Erik nochmal vorbei. Erik vorbei. Erik vorbei. Ich vorbei. Antonio vorbei. Und jetzt kann er sich gleich hinter der Wahl einordnen. Das ist jetzt schon scheiße. Alter, ich, es ist schon so sauschöne Einführungsrunde hier jetzt. Oh, Adrenalin. Ja, ne. Fahr mir nicht. Wir haben es ja oft genug getestet, also auch alle. Passt bloß. So, wie ich muss schon sagen, das ist so ein schnuckliges Hinterteil, der muss ich eigentlich schon fast. Ja, mein knackigen Arsch, der ist trainiert, mein Freund. Okay, warte, ich komme von hinten. Alter, Leute. Ich geb Gas an, Leute. Tobi, mach nur Bauchbeine Brot. Warte, bitte ein bisschen schneller. Brot. Ich mach immer Brot-Training. Ja, perfekt, Janik. Nichts kaputt gegangen, also. Passt halt einfach auf, ihr braucht ja nicht 200 km fahren. Fährt Gecki jetzt mit? Ja oder nein? Nein. Ach ja. Ganz ehrlich. Eine Sorge weniger. Also, es gibt genug Sorgen hier, ganz genau. Also, das wird jetzt ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Ihr könnt sehen, wie eng diese Strecke ist. 21 Runden fahren wir. Ich glaube, ich werde mir die Frontscheibe 5-mal zerstören in dem Rennen. Gang quer beim Beschleunigen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ein Pflichtboxenstopp, der muss erledigt werden. Auf was? Stell ich schon mal darauf ein, dass die Frontscheibe kaputt sein wird nach der ersten Runde. Ja, das habe ich schon im Qualifying geübt. Also, wir machen es so, Lembo, du darfst denn das Tempo angeben, wenn du nach der Hanade auf diesen kleinen geraden Teil kommst. Ab dann darfst du das Tempo bestimmen. Also Lembo, starke Qualifying-Runde noch. Wer beim Start? Was, Erik? Meine? So, Erik, Philipp, wie fährt sich das? Wie fährt sich Macau so? Du hast mich am meisten gewundert. Was machst du? Philipp, wie fährt sich Macau? Fährt sich Philipp? Philipp, wie fährt sich Macau? Der ist nicht, was macht Philipp? Philipp, Tobis fetter Arsch ist im Weg. Der ist schon zweimal in eine Wand geknallt. Achtung, ich krieg eine WhatsApp-Nachricht, ich muss ganz kurz gucken. So, jetzt Achtung, bitte alle aufpassen, es kommt gleich die Haarnadel. Der Porsche ist scheiße. Nochmal, wir sollten nochmal wiederholen, in der Haarnadel ist absolutes Überholverbot. Außer jemand dreht sich, oder? Ja. Also so wie Philipp jetzt dann. Safety-Kaube raus, ne? Jetzt kann ich mal stehen. Gut durchgekommen. Darf ich jetzt Tempo bestimmen? Nein, nein, das war noch nicht. Ich hab das Gefühl, das war gerade noch schwerer. Erst wenn Philipp in die Boxengasse eingebogen ist. Okay. Gerade jemand hat noch gesagt, ab hier, aber egal. Ja, Tobi sucht hier mal. Ja, darf das Tempo erst bestimmen, Lembo. So, meine Damen und Herren, willkommen. Halt die Fresse und gib Gas. Neue Skill hier. Und hallo, noch nicht überholt. Bitte aufpassen, wenn ich in der ersten Kurve. Alle fahren, Alter. Alle nebeneinander hier hinten. So, wir sehen uns dann alle im Hospital, Alter, ne? Machen ja alle. Wir können Alonso besuchen gehen. Hier hinten ist ja schon fast Double Fire, Alter. Ich weiß, dass Alonso draußen ist, aber trotzdem kann ich ihn besuchen. Alter, ist das schlecht. Alter, scheiße. Das Rennen ist eröffnet. Antonio, bitte passt auf. Bitte passt alle auf beim Anbremsen. Doch, ich habe mittlerweile viel Erfahrung. Ja, deswegen. Alter. Fuck, Funky kommt. Funky, ich weiß nicht, ob ich die Kurve da vorne voll schaffe. Naja, Antonio, wenn du überholen willst, dann sag Bescheid. Überhol einfach nicht. Ja, aber Damal überholt mich. Oh, da ist schon wieder eine... Nicht. Alter, wehe, ne? Ja, ich schaff die auch. Eine Wand?
Oder Adrenalin überholt schon. Alter! Ja, geht klar, das war so klar, die erste, was mich trifft, ne? Jo, schön, dass du mir im Weg, Damal. Damal, also, da bist du schon ein bisschen auf die Strecke. Also, Tobi, ich würde schon ganz gern vorbei, nur so mal am Rand. Wie wär's mit Fässer halten? Du hast ja gefragt. Es war wieder so klar, ne? Sag's, frag mich nicht. Soll ich das Safety-Car rausschicken? Weißt du, mal guck lieber mal auf die Strecke, bevor du drauf fährst. Ey, willst du mich jetzt blöd anmachen gerade? Ja, will ich. Also, du bist schon auf die Strecke gezogen. Du bist schon auf die Strecke gezogen, Damal. Ja, ich kann euch da mal das Replay zeigen, was überhaupt bei mir los war. Ja, ja, aber das berechtigt dich ja trotzdem nicht auf die Strecke zu ziehen. Dass du abgeschossen wurdest, das ist ja echt nicht schön. Aber das berechtigt dich, dass ich auf die Strecke gefahren bin. Nicht durcheinander reden. Hat man gesehen. Ja, bin eine Wandkuss, Tobi. Man kann ihn gar nicht überholen. Ich klebe hinter Adrenalin fest. Ja, du kannst doch nicht überholen, also bitte aufpassen. Soll einfach die Fresse halten, ich sag schöner Wandkuss, Tobi, dann bin ich selber drin. Überhol einfach auf den Geraden. Hier gibt's schon Stau hinten. Danke. Ich finde das ja schön, dass ich bei mir mein Lenkrad einfach die Gradeinstellung umgestellt habe mit dem Rennen. Oh fuck. Ist mein Auto. Oh fuck. Na sag doch was. Funky, bitte stell dein Auto ab. Nein. Du fährst jetzt nicht runter, oder? Stopp, bitte. Funky, bitte. Muss ich ja kurz umdrehen. Mats, du kannst still sein, dass ich bei der Einführungsrunde was gedreht. Ja, aber der Fahrer hat den Benzgang eingelegt. Kein Problem. Nee. Philipp ist der Porsche scheiße zu fahren. Ja. Wer ist mir eigentlich hinten ins Heck gefahren? Der Guy. Hey. Ja, super. Aber du bist zu langsam. Ja, ja, trotzdem. Der Guy, aufpassen bitte. Ja. Oh fuck. Ach Leute. Ja, na, mein Spoiler ist vorne schon kaputt. Wow, was machst du denn? Ne, ich muss da irgendwie rumkommen, ich komm nicht rum. Alter, Alter, eine 24,5, Alter, ist das stark. Adrenalin, ja, was soll ich machen? Du kommst nicht weg, mach zurück. Ich komm nicht weg, so ein Blödsinn. Zurück zur Box muss dann wohl. Adrenalin, ja, kommt dann. Warte mal. Ja, dann mach zurück. Dann bitte ruhig, Sven kommt da nicht mehr raus. Sorry, aber. Dave, Digga. Danny, komm mal vorbei. So, ist jetzt Safety Car was oder? Er hat aber schon zurück zur Box gedrückt. So. Ja, jetzt ist trotzdem Nein, Safety Car. Ist jetzt Safety Car oder nicht? Ja, Safety Car, Grantelwald, muss hinter mir bleiben. Punky, wir kommen wieder ran. Ja, ist gut, ne? Punky, wir bleiben einfach immer zusammen und überholen alle, okay? Genau, so Mann. Also, wo stand jetzt Sven? Also, es gibt einen Doppelsieg. Oh, wann? Ist jetzt Safety Car oder nicht? Wetterbruch. Rennleuchten hätte ich auch nicht. Ja, ist jetzt Safety Car. Ja, ich bin draußen. Achso, ja, Grantelwald, dann darf ich wieder vor, ne? Was? Ja, weil wenn dann mein Safety Car draußen war, du hast mich während der Safety Car Phase überholt. Ich doch schon vorher Sorry, überholt. Aber ich... Ja, aber ich hab dich zurück überholt. Noch nicht hinterm Safety Car, ja, ja. Mein Auto ist so ein bisschen schrott jetzt. Als du mich überholt hast. Mein Auto ist auch schrott, ich muss eigentlich in die Box, aber... Ja, jetzt geht's nimmer. Jetzt geht's doch, das Safety Car draußen. Ja, aber ich bin schon... Nein, nein, nein! Ja, nee. Also nicht wo ist der erste? Mats, sag mal, wo der erste ist. Philipp, das ist bei von. Ja, klar. Gut. Lambo immer doch, ne? Ja, wo ist der? Lambo ist jetzt, ja. Der Lambo fährt ein saustarkes Tempo. Ja. Das Problem ist, Lambo ist jetzt in der Box. Ja. Beim Auto. Was, wo MSC? Was? Was, Erik? Ich komm mit meinem Auto nicht mit. Ja, gut, das ist mit dem Panzer da durchzufahren, das ist ja nicht so einfach. Ich muss jetzt leider in die Box. Warum? Ja, ich bin auch gerade in der Box. Warum musst du in die Box? Hey, Janik, ich hab vergessen, mein Sprit einzustellen. Ja, das ist super als Pause. Wenn du clever bist, du könntest jetzt deine Reifen, du könntest deinen Reifen wechseln und durchfahren. Ja, eben, das geht ja jetzt, oder? Nur das Problem ist, Alter. Da muss ich irgendwann der Kranke die Eifel mit dem überholen und dann wird's irgendwie ein bisschen... Fuck, da war noch so eine Mini-Lücke. Ey, das ist unfair. Nein, voll in die Kurve, kurz vor. Ich meine, ob ich auch in die Box fahren soll, das bringt gar nichts. So, ich fahr in die Box. So dämlich ist das hier alles. Kommt sowieso noch ein Safety Car. Ich fahr in die Box. Ich war auch schon in der Box, ne, damit das da ist hier. Ich hab eigentlich Angst vor Lenbo nachher. Erik, fährt auch in die Box. Kommt ihr jetzt schon hinter mir? Ich hab mir die Frontscheibe zerstört, ich fahr in die Box. in der Safety-Car-Phase. Ich glaub, da fährt jetzt jeder hin. Lenbo ist auf der 1. Erik, Tobi und Granebach sind erstmal weiter. Black Eye, der hat den Lenkrad schon ziemlich weit eingeschlagen. Ich glaub, da hat einen rechten oder links frei. Philipp, wo bist du? Du müsstest mich eigentlich gleich schon sehen. Darf ich zurückrunden gleich? Oder? Ja. Oh, hallo, Mann, danke schön. Meine Scheibe ist wegen dir jetzt kaputt, Philipp. Wieso wegen mir? Oh Gott, oh Gott. Du musst bremsen. Ich hab gebremst, voll. Darf ich,
Darf ich zurückrunden? Ja, Tobi, da hast du früh genug gebremst. Darf ich zurückrunden? Warum? Alter, wir brauchen Reparaturen! Weil ich schon überrundet worden bin. Da fahr ich lieber mit der kaputten Frontscheibe. Von wem denn? Von, Jetset, Mulchern und Grantelbart. Achso, dann darfst du dich wieder zurückrunden, ja? Ja, dann müssen Warte. Ja, jetzt ja. Alle rechts ranfahren. Janik vorbeilassen. Mach das doch auf der Gerade. Also nein, auf der Gerade ist. So, weiter im Tempo. Dankeschön. Ihr seid wahrscheinlich trotzdem schneller als ich, aber. So, ich guck jetzt Janik zu. Die da einfach 5 Punkte seit 2 Minuten in der Box stehen. Ich glaub's nicht. Nein, da ist der Standard drin, das macht's. Ein bisschen. Ja, ich glaube, meine dauert dann irgendwie jetzt gefühlt 5 Minuten jetzt gleich. Meine Scheibe ist noch nicht kaputt. Ja, meine ist gar kaputt gegangen, weil ich ja gebremst habe. Scheiße. Ja, warum fertig? Warum gibst du mir die Schuld? Warum gibst du mir die Schuld? Du fährst da 150 auf der Geraden. Ja, es war ja eine Kettenreaktion. Ich musste bremsen. Aber wenn du weißt, Safety Car ist draußen, dann fahr ich doch langsam. Ja, hätte das sein, dass du woanders bist. Fuck, ey. Wieso habe ich 119 Liter drin? Ich habe gesagt, ich soll mir 2 Liter dazu machen. 2 Liter habe ich gesagt! Wer wollte die 200 Liter dazu? 50,2! Was, Janik? Boah, Scheiße. Meine Aufhängung gerade schon wieder zerstört. Alter, Mathe ist in dem Spiel auch ein Fremdwort, ey. Dreck. Was? 70 plus 2 ist 120. Janik, was meinst du dann? 46 Sekunden. Ja, ich hab meine Aufhängung zerstört. Jetzt muss jetzt nochmal in die Box fahren. Aber sonst ist nichts. Also, Grantepa, du bist jetzt hinter mir, oder? Ja. Und wer ist hinter dir? Wer ist denn auf der 8? Mir ist jetzt gerade da mal. Auf der 8 bin ich gerade. Laut. Okay. Philipp, fährst du auch noch eine Runde? Also ich bin vor dir, ja, ich fahr noch eine, warum? Och nö, komm. Was? Eine reicht doch. Nein. Philipp, wo fährst du gerade auf der Strecke? Ich bin gleich bei der Haarnadel. Na, Philipp muss jetzt entscheiden. Schon. Bleibt er noch draußen oder fährt er noch runter? Er fährt noch. Das muss Mats mir sagen. Komm nicht rum mit der. Komm nicht rum mit der kaputten Aufhängung, so ein Kack. Oh, scheiße. Genau am. Brems. Ich bremse schon. Achtung, da stehen alle. Kann ich mich auch drehen? Erik! Du darfst nicht mehr fahren. Warum? Weil du zurück zur Box gekommen hast. Leute, ich fahr doch mal. Ich hab's nicht gesehen, Mann. Was? Hast du nicht gesehen? Du bleibst einfach stehen. Ich dachte, Janik stellt da noch in die Welt alle. Adrenalin, schade. Sagte gerade, ich hab schon wieder ein Disco. Janik, Tobi, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt zurück zur Box gemacht hat, weil man den Adrenalin Adrenalin. Ja, nicht mehr. Wo ist das? Dann ist zu Ende das Rennen. Für wen? Das ist jetzt vorletzte Kurve vor Stadtzieher. Janik, hast du jetzt zurückgedrückt zur Box? Nein, ich nicht. Lembo, wer fährst du gerade? Der Adrenalin hat zurück zur Box gedrückt. Da ist das Rennen vorbei. Nein, ich werde passen auf Platzierung auf der Strecke. Alter, auf der Strecke, du Rad fährst. Fährst du noch mal eine Runde? Ja, ich finde eine Runde. Ja, ich sehr gut. Arnold, ich komme gerade aus der Box raus. In welcher Runde seid ihr jetzt in der 6. Ah, jetzt sind sie über Stadtziel, okay. In der 5. In 5. natürlich. War damals schon an der Box? Also in der Box waren jetzt schon Lenbo, Antonio. Ja. Ich war schon. Funky war. Ich war auch schon. Jetzt das zweite auch. Mal. War Jetset mal schon? Nein, Erik und ich waren noch nicht dran. Grantelbart, Erik und ich waren noch nicht dran. Ich war auch noch nicht. Und damals? Damals weiß ich nicht. Damals war glaube ich auch noch nicht dran, ne? GT Racer war drin, weiß ich, und dann ich war drin und Lembo weiß ich, dann da hinten. Ist eigentlich nein! Der Safety Car schon weg? Hörst du überhaupt zu? Also nicht erst Lembo, wir sind jetzt hier zweite Kurve sozusagen. Dort nach der langen Geraden, da wo man starten bremsen muss, dort sind die. Hä, wieso? Da wo die zwei Rechtskurven sind dann direkt. Das sind 90 Grad Kurven. Wo ist überhaupt das nächste Liga Rennen? Ich hab keine Ahnung. Bedingungen ich glaube Indianapolis war das oder sowas. Ach gut, da gibt's zum Teil glaube ich um 20 Meter ist richtig Platz. Geil. Oder mit Ohio. Oh, mit Ohio ist geil. Können wir nicht einfach so können wir nicht als nächstes einfach eine Autobahn fahren, so sechsspurig am besten, dass wir ja, Bravo Swing würde ich sagen. Mieselook. Genau, Mieselook. Was ist denn Mieselook? Eine deutsche Autobahn. Ach, Fahrschule, ja. Ja, aber ist wirklich so, Alter. Wir sind eine Bombe dort. Ich wär für einen Avos-Ring. Grantelbart war glaub bei mir um die Ecke. Das ist genau das gleiche wie hier. Warst du in der Box, Grantelbart? Nein. Bloß, dass der Avos-Ring eine Autobahn ist. In welcher Runde seid ihr, wenn ich mal fragen darf? 5. 6. Ich bin gerade noch in der 4. So, Mats. Ah, nee, 5. 6 ist meine Positionierung, ups. Ich denke mal, jetzt kannst du reinfahren. Die jetzt halt Mist gebaut haben einfach Pech. Ja, ist doch so. Bin jetzt hinten dran.
kannst. Warte mal, du warst. Oh, was ist da? Ich bin so ein Idiot, ne? Da guck ich nach hinten und fahr rechts in die Wand. Philipp, wie wär's mit nochmal einer Runde, eine ganz langsame Runde? Nein. Oh, Lempo. Zwei Runden reichen vollkommen. Der hat eine Entscheidung. Du darfst nicht erwarten, dass ich dich frei. Also, ich habe nichts zu entscheiden, es haben Mats und Philipp zu entscheiden. Wenn ihr jetzt noch eine Runde fahren wollt, in der Box. Ja, dann bin ich fair. Wenn du neben mir bist, mach ich fair. Okay. Wenn du hinter mir bist, wahrscheinlich auch, aber. Boah, komm. Ja. Hallo, Alter, ihr seid so behindert, dankeschön. Dankeschön. Danke, mein Rennen ist vorbei. Alter. Ich wollte gerade sagen. Gibt's jetzt noch ein Dankeschön. Dankeschön. Immer seit Force Feedback gehört, ne? Dankeschön, ihr habt mich alle in die Wand reingehauen. Never. Mein also ich hab gesehen, ich glaube Tobi wurde angeschubst und dann der hinter Tobi wurde dann. Warte, ich komm raus. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen. Weißt du, es ist heftiger Phase, meine Vordern vorne hinten schon wieder gelb, weil ich da. Ich bin rausgekommen. Ja, noch eine Runde, ja, okay. Meine Aufhängung ist gerade von der Bodenwelle kaputt gegangen. Wieso jetzt noch mal eine Runde? Also Krantelbot hast du ihn. Was denn jetzt? Ich hab ihn nicht abgeschossen. Philipp ist einfach eine Runde weitergefahren. Ja, Safety-Car fährt noch eine Runde. Ja, ich darf mich zurückrunden. Alter. Ja, mein. Ja, Nick, was ist mit dir los? Meine Lenkung ist einfach. Erik, du hast was. Ich bin einfach reingedrückt worden. Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab gesehen, dass Tobi in die Wand gedrückt wurde von jemandem. Das war eine Kettenreaktion. Von Grantelbart und dann hat Grantelbart einen Schubser von. Ja, dann hat sich einer gedreht und ich hab noch voll in die Eisen und hab den dann berührt. Also, Philipp, Dings und Mats, da mich zurück und noch nicht. Ich weiß nicht. Also ja, gut, dann darf ich mir jetzt zurückrunden. Wo seid ihr? Ja, warte, geht. Wir sind jetzt nach der langen Gerade Kurve eingebogen. Okay. Ja, warte, darf sich dann jeder zurückrunden, wie er vor dem Dings war? Oder nur Tobi? Das war jetzt ein Unfall während der Safety-Car-Phase, dann darfst du dich zurückrunden. Ja, dann Grantelbart, fahr vorbei. Nee, ich hab einen Boxer. Grantelbart ist nicht. GT-Racer, Entschuldigung, GT-Racer meine ich. So, ich komme gleich. Ich hab ihn überholt beim Dreher. Alter, ihr hört mal das Force Feedback, habt ihr das alle gehört? Ja. Alter, das war laut, ey, wie eine Bohrmaschine. Ja, bei dir bohrt. Ich stand einfach in der Wand drinne, hab Gas gegeben und war ich wieder draußen. Ja, ich glaube, Grantelbart war es vor mir. Ich konnte überhaupt nicht mehr ausweichen, dann wurde ich von hinten noch angeschubst. Ja, dann bin ich, der hat sich weil gedreht. Weil Philipp auch wie eine Schnecke um die Kurve fährt. Ja, was soll er machen? Bist du lieber in der Wand sehen? Oder fährt man langsamer? So, ich komme jetzt, wartet. Soll ich mich mal da quer hinstellen? Ist echt so. Kommst du da nicht rum? Die beiden vorne gehen noch in die Box und wir wenden das Rennen hinterm Safety Car. Dankeschön. Ey, dann GT Racer 1, ich 2, Lambo 3, darauf können wir wieder einnehmen. Wo seid ihr? Ich bin jetzt hinter euch, ich muss euch alle vorbeilassen. Also nächste Saison ist es der BMW, der im Dreampack ist. Ja, welcher BMW? Aber ich meine jetzt für den ersten Dreampack. Antonio, bitte vorbeilassen. Wo seid ihr gerade? Lass dich nach der Haarnadel, okay? Philipp, mach mal extrem langsam jetzt, weil Mulcher muss noch vorbei. Ja, gleich auf der Gerade. Tobi, ich fahr jetzt einfach hier, ich fahr hier links an Rand. Ich fahr jetzt schon langsamer, weil genau gleich die Stelle. Antonio? Ich komm vorbei, gut. Wo seid ihr gerade? Ich bin jetzt hinter GT-Racer. Ich muss jetzt nur noch GT-Racer und Damal überholen. Wollt ihr mich hier vorbeilassen? Ich fahr hier vorbei, GT-Racer. Ich fahr hier vorbei, Damal. Wie machst du auf der Gerade? Ich seh ich, Alter, du bist so geil. Dankeschön, okay, ruhig, warte. Ich schneid's mal Damal ran. Restart direkt. Oder noch eine Runde? Nein. Letzte Runde. Alter, wer bremst da so behindert? Ich war jetzt Zacks, Mulchan. Ja, so, gut, dass mir. Ich bin fast hinten drauf gefahren. Jannik, was musst du eigentlich schon so lange in der Box? Ich bin schon das. Erik darf das Tempo bestimmen. Oh, okay. Jannik wird sich aber den Wagen abstellen. Nein, ich krieg 100% noch Punkte, weil irgendjemand noch rausfliegt. So, Philipp in der Box, wer ist vorne Jetset, bestimmt das Tempo. Okay. Jo, Rennen freigegeben. Tolle ist, auch für gerade werde ich wahrscheinlich nicht überholen können, weil mein Auto richtig langsam ist. Und in der Kurve kann ich sowieso nicht überholen, weil da einfach kein Platz ist. Oh, da mal, der kommt dran. Dich niemand überholen. Ja, ich bin. Oh Gott, nee, ich bin siebter. Aber oh, das ist eng, Alter. Ich stell ab. Oh. Mein Auto ist auch schon wieder, weil ich. Meine ich mal, geht ihr hier Dings von der Bodenwelle kaputt. Oh Leute, ich stell ab. Ey, ohne Scheiß. Es hat schon angefangen mit.
Der hat dir Platz gelassen. Ja, ja, Philipp, ich weiß, hab ich gesehen. Philipp, Safety Car. Ich stehe im Au- ich stehe rum in so einer Wand. Safety ganz ehrlich, Car. Langsam glaube ich GT Racer und wir drei beenden das Rennen auf den Positionen so, weil nur noch Safety Car ist. Und die anderen beiden noch an die Boxen müssen. Also ich muss in die Box, gell? Oder soll ich jetzt stehen bleiben? Warte, bleibt alle mal stehen, alle stehen bleiben bitte. Alle stehen bleiben. Alle stehen bleiben. Willst du stehen bleiben? Ja, ich guck mal, dass hier gerade alle stehen. Also nicht überholen, Überholverbot. Hätte ich doch auf dieses Rennen mit jemandem von euch Geld gewettet, dass es über 5 Safety Cars gibt. Ja, das ist doch schon wieder also, beschiss gewesen. Also jetzt fährt er raus. Ja, voraus. Was denn passiert da mal? Ja, was ist passiert? Ich hab mich einfach von dir verleiten lassen, wo du in die Wand gefahren bist. Kurve ist tückisch. Ich hab die ganz leicht touchiert. Erik, ja, weißt du noch gestern? Da war ich genau gleich weg, ne? Schon wieder fahrt ihr schon wieder. Da kannst du dich nicht in die Box retten. Nö, ich hab jetzt komplett beendet, weil schon wieder Beschiss war, von Anfang an. Wie Beschiss? Ja, erst bin ich abgeschossen und dann bin ich... Na, das ist ja nun immer so. Dann bin ich links aus der Bande wieder auf die Strecke und dann bin ich beschissen. Man kann schon... Musst schon ein bisschen schauen. Also hier vorne wirklich zwischen den ersten und den ersten vier ist wirklich nichts passiert zwischen Erik Lembo und mir. Das ist keine Überholen, ne? Erik, was für Runde bist du? Wir fahren die Box. Ja, das ist kein Überholen. Kommt da Safety Car raus oder nicht? Das ist schon draußen. Draußen. So. Jetzt kann ich nochmal eine Runde aufholen. Kann ich mein Auto abstellen oder? Also Lambo, Wenz, Lambo, warte mal. Wer ja, redet denn gerade? Thomas, du? Warte. Ja. Boah. Boah. Wer steht denn da? Okay. Janik, ich fahre. Das war Tiger Thomas. Okay, drück zurück in die Box. Ey, kannst du nicht mehr fahren? Nö, ich komme nicht aus der Wand raus. Okay, dann ist das Rennen für dich vorbei. Ja, ja. Hol ich dann an der Box. Ja, ich muss mein Auto mal komplett reparieren lassen. Das wird dich weit zurück. Ich hab noch nicht mal die Scheibe kaputt. Ja, auch nicht, also seitdem... Janik, wie viele Boxenstopps hast du? 5 oder so. Ich hab seit Anfang... Ah, ich hab auch schon 4, also so. Oh, Lembo, du hast auch einen extremen Topspeed, oder? Entweder das war Windschatten oder Topspeed? Das eine war am behindertsten. Meine Aufhängung ist von der Bodenwelle langsam, kaputt langsam, gegangen. Langsamer. Aber bei mir war bei rechte und linke Aufhängung war kaputt. Ich hab das schon wieder hochbeschleunigt jetzt. Ey, da hätte ich eigentlich noch über eine Box. Einen rauf. Philipp, fahren wir noch ein bisschen langsamer, sind jetzt 4 hinter dir. Ja, hey, ich stehe jetzt 41 Sekunden an der Box. Wo sieht man das, wie lange man in der Box steht? Da steht rund immer, wenn du das auswählst, dann am Ende steht unten eine Zeit. Ah, okay. Wo bleibt der die Elbe? Kann ich jetzt zugucken. Weiß ich hab nur 110 Liter Sprit. Meine beste Rundezeit. Ich bin Dritter und hab eine 2,31 als beste Runde. Also ich habe jetzt noch 64 Liter und... Im Qualifying wären wir damit 10. oder so gewesen. Meine beste Rundezeit 2,24,5. Ja, du hattest auch eine Freifahrt. Session Best 2,29,1. 2,39. Und ich lunge entweder hinterm Safety Car oder hinter irgendeinem Arsch. Ich hab dann immerhin schon die Boxen dabei, ich muss nicht nochmal rein, außer ich bin so scheiße. Ja, Erik kommt diese Runde wieder rein, oder? Erik, du hast schon ein bisschen gearscht, dass du noch in die Box musst. Boah, Alter. Du musst ja Safety Car herfahren, was ein geiles Rennen. Obwohl Erik hat gar nicht so sehr gearscht, weil er muss ja nur die Reifen wechseln. Nee, aber Mats, es hat nichts damit zu tun, dass sau wenig hinter am Safety Car sind. Es hat damit was zu tun, dass die Strecke geräumt ist. Ja, schon. Aber ihr müsst entscheiden, wir können es da nicht mit einmischen. Also. Ich sag mal so, in Le Mans wurde auf mich und Erik auch nicht gewartet. Ja, weil ihr auch Fehler gemacht habt, denn... Ja und? Das machen die hier etwa nicht? So, gehen wir raus. Auch Grund, die haben mich gerade alle überrundet. Ja. Nee, nicht überrundet, überholt. Ich hab dich in der Box überholt, obwohl. Welche Runde bist du, Tobi? 8. T-Racer, warst du am Anfang des Rennens hinter mir? Black Eye, welche Runde bist du? 8. Achso, okay. Ja, alle selbe Runde außer damals in der Box. Erik, wo bist du? Und vorne. Welche Runde? Welche Runde? 8. Okay. Und vorne sind hier alle 8. Wir fahren jetzt Haarnadel für die noch weiter hinten. Was? Lol. Der fährt aber noch eine Runde, oder? Ja. Hoffentlich, aber ein bisschen langsamer. Weißt du schon, wie weit hinten? Ja, wir fahren schon extrem langsam. Ey, ich bin jetzt. Wie schnell? 110? Bin jetzt hier bergauf. Ich fahr gerade 30. 80 fahren sie. Oh, 80. meine Scheibe ist so schön und ganz. Hat deine Scheibe schon wieder zerschossen, Tobi? Nee, das war direkt am Anfang da, wo ich hier... Alter! Von der Bodenwelle geht die Aufhängung kaputt, das ist doch ein... Witz, Alter. Also das ist denn... Ganz ehrlich, der Schaden ist sehr gut gemacht, also da kann man nichts sagen.
Er war doch nicht von der Bodenwelle, ist doch. Das nicht. Sagst du jetzt auch nur, weil dir es gar nicht passiert ist. Aber bis auf die Frontscheibe. Ja, aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich finde nur, dass mit der Frontscheibe ist übertrieben. Ich habe normal hab drauf, auf der Bodenwelle kannst du wohl die Aufhängung kaputt normal machen. Normal wäre Tobi's Auto kaputt gewesen, glaube ich, beim Einschlag. Ganz ehrlich. Gantelbart, du hast ja mit Erfahrung, ne? Also ich habe mich gerade im Stream abgekotzt über die Strecke, so allgemein. Und hab ich gelesen. Ja, die Strecke ist ganz ehrlich scheiße. Nee, darum geht's nicht. Ich finde es geil. Ich find's einfach, ich will jetzt hier nicht flamen gerade, aber ich find's einfach bloß unfair, dass ich nach der ersten, also in der ersten Kurve abgeschossen werde. Von wem? Bande reingedrückt, von der Bande wieder losfahren will und dann heißt, du musst schon ein bisschen schauen, wenn du auf die Strecke fährst. Ja, ja ist meiner ja. Meinung nach ist das auch so. Ja, aber nö, eben nicht, aber die Bande ist auf der Strecke. Die Bande ist auf der Strecke. Du, du musst dann einfach stehen ach, bleiben, klar, bis alle ey. Vorbei sind. Ja. Was würde Alter, ich hasse das Logitech, Alter. Die Pedale sind so scheiße. Ich darf ja nicht Blecker überholen, ey. Singapur vor der Wind. Ich war hier links in der Bande drin. Gib mal hier links. Was soll ich da zurück? Was soll ich da schaumig zurück auf die Strecke fahren? Janik, welche Runde bist du? 9. Dann lass uns vorbei. Ganz ehrlich. Blecker, warst du schon in der Box eigentlich? Ja, schon viermal. Viermal? Komm, ich fahr mal hier, ich beschleunige jetzt im sechsten Gang. Was seid denn hier gerade? Du weißt ja wo, wenn man am Berg ist ein schöner Black Eye. Da wo die langsame links. Da wo die Schriftzeichen. Oh, du kannst nicht schneller fahren, das ist dein Ernst. Wo seid denn ihr? Safety Car? Wir sind jetzt gerade bei der Seat-Werbung in der Rechtsgruppe nach der langen. Wo es nachdem es bergauf geht. Okay, da seid ihr. Hallo. Ja, dann fahren wir ein bisschen. Wir sind gleich da. Black Eye, nee, ihr seid nicht da. Ich hab noch ein ganzes Stück zu fahren. Wir sind gleich wieder Haarnadel. Was? Wir brauchen noch 45 Sekunden bis dahin. Eins. Mehr. Zwei. Ja gut, doch mehr. Mit dem Tempo mehr. Ja, gut, okay. Toll, ich darf noch nicht am Blecker vorbei, ey. Das ist ja das Doofe. Ich kann dich beim Restart ruhig vorbeilassen. Das ist kein Problem. Ja, das wäre natürlich besser. Nee, mein Auto. Kann ich schneller fahren? Das ist doofe. Was ist beschädigt? Meine mein Auto. Ah, Aufhängung, ich hab Auspuff verstanden. Ich dachte schon, hey, wie beschädigt Alter, was ich dem schon den Auspuff. 90% des Renns habe ich jetzt Philipps Heck gesehen. Ist das schön, oder? Ja. Aber im Zielkomm gibt halt Punkte. Deswegen. Und ich hab 90% des Renns GT Racers Heck gesehen. Nein, jetzt ist meine Scheibe im Arsch. Zwischendurch tue ich das von Tobi, aber. Mats soll jetzt gleich wieder entscheiden. Meiner ist dann so der knackigste. Alter, deiner, das ist so ein flacher Arsch, das kann ich mir gar nicht glauben, wie der aussieht. Hallo? Ja, das war nicht schön, dahinter zu fahren. Was meinst du, warum du Flapschen gelassen hab? Ey, Leute, ist das jetzt letzte Runde, oder? Ich weiß es auch nicht. Kommt der rein oder nicht? Ja, weil sonst würde ich in der Box stehen bleiben und euch vorbeilassen. Ich will nicht vor euch fahren, wenn... Ja, ich würde sagen, Safety Car rein. Okay, gut, dann bleibe ich in der Box. Bist du dumm? Funky, welche Runde bist du? 9. Okay, du bist direkt vor uns. Aber ich zerleg gerade mein Auto. Ja, ich sag, ich zerleg gerade mein Auto. Okay, ich fahr dann vorbei. Ja, was soll ich jetzt machen? Funky, weg da. Der wird garantiert irgendwann vorbeikommen. Ey, Moment, ich komm. Funky fährt rückwärts? Alter, geil. Moment, dafür schaffe ich die Hörner jetzt mal. Ich fahr vorbei, Funky, weg da. Moment, ich bin vor dir. Alter, war das scheiße von mir? Ja. Junge. Alter, was ist das denn? Der wird nicht blöd. Alter, komm. Funky, Durchfahrtsstrafe. Ja. Was laberst du? Gefährliches Fahren, rückwärts fahren, ne? Ich konnte nicht umdrehen. Da war es zu eng. Ich bremse den Platz. Ich bin ja vorbei, Funky. Ich bin neunter. Was? Ich bin ja vorbei. Ja, ist doch knapp, Alter. Ja, das war's. Mach dann 10 Euro. Funky, man hat so oft in die Wasser. Ich geb dir eine Million FIFA-Coins. Wer, ja, du Lambo? Ja, ich weiß, dass du gelupfen musst und dann... Ja, weil mit dem SLS kommst du nicht Vollgas. Da kannst du machen, wie du willst, da kommst du nicht Vollgas. Ich kann mit dem nicht Vollgas fahren und würde ich nicht lupfen, würde ich hier voll den reinballern wie in Le Mans. MSC ach, bist du reingeballert, nur mal so. Ja, bei MSC. Wo seid ihr jetzt gerade? Bei mir war's Tobi. Ne, Tobi? Ich hab noch ihr habt ganz leicht angeschubst, komm. Jetzt sieht man, welcher Arsch knackiger ist. Bei mir bist du schon reingefahren, ich dir nicht. Tobi, ich sag einfach mal Bescheid, wann die ersten 5 in der meine Haare sind. Alles klar. Naja, ich halte es einfach durch und dann
habe ich Punkte. Du musst nur ins Ziel kommen. Jawohl, ich habe noch 100 Liter Sprit. Eben. Ich habe noch als letzter bist du auf jeden Fall 9. Ja, der Racer war, glaube ich, gerade kurz in der Wand. Also, jeder, wer sieht ins Ziel kommt, hat ja schon mal jeder 2 Punkte sicher. Ich war immer noch wie in der Safety-Car-Phase mit hinterherfahren, nur schneller. So, die sind jetzt Haarnadel und gucken geht Haarnadel, alles gut? Scheiße! Alter, wie langsam sind denn die Haarnadel? Ja, wollte ich auch gerade fragen, ey. Und dann bleiben sie auch einfach nochmal alle stehen. Ich bin auch durch, Ben. Alter, ich kann nicht anderes machen. Ja, wieder durch. Alter! Lembo! Alter! Da musst du doch aufpassen, dann kannst du mir nicht hinten drauf fahren! Das Auto geht hier einfach durch eine Bodenwelle kaputt. Achtung, Erik! GT-Racer, Erik, geh an die Box bitte, ne? Alter, Lembo! Du siehst doch, dass er da rollt! Wie soll ich da schneller fahren? Ich konnte auch nicht, ich mach nicht von GT-Racer, warte kurz! Oh, GT-Racer an der Wand? Nein, Erik, Jan, lass mich vorbei! Erik, geh an die Box, geh an die Box! So, GT-Racer, geh an die Box! Podium! Ich wusste, dass da vorne in der Fünfergruppe irgendwas in der Haare oder. Ja, gibt's Safety Car oder nicht, oder was? Warte mal, GT-Racer, kannst du noch weiterfahren? Ja, oder ja, oder? Alter, was war das denn? Ja, meine Bremsen oder irgendwas ist bei mir kaputt, ist, der dreht sich, wenn ich bremse. Ich muss mal erst in die Box. GT-Racer, kannst du noch weiterfahren? Fahren schon wieder alle, Tobi. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, Safety Car ist auf der Strecke. Nee, doch nicht, wir sind in der Box. Safety Car ist auf der Strecke. Würde jetzt sagen, aber nur für ein oder für zwei Runden. Hä? Okay. Ich konnte nichts machen. Hi Philipp, mal eine neue Front, hä? Antonio ist Erster! Ja, Erik. Antonio, das ist dein erster Rennsieg in irgendeiner Liga. Vorher schmeißt mich Assetto Corsa aus dem Spiel, bevor ich ein Rennen gewinne. So, jetzt, ich mach dich mal nicht hier in Fehler und bremst. Philipp in der Wand! Philipp, Alter! Premium! Premium! War der in der Einführungsrunde dreimal? Ja und, aber das war noch Premium. Er will voll über den Randstein fahren, der hebelt ihn auswand. Grantelbart vor mir. Ja, Philipp, das werde ich dir niemals vergessen jetzt, diesen Moment. Philipp, gib den Tipp, über den Randstein fährt man nicht. Ich weiß. Gib den Tipp. Ich hab ein bisschen zu früh eingelenkt, das habe ich selber gemerkt. Ich gebe den Tipp, Wände tun allgemein wie auf der Strecke. So, Erik fällt wieder aus der Box. Antonio, Wände gut, alles gut. Alter, der müssen wir im nächsten Proklapp bringen. Meine Aufhängung bricht bei jeder Runde. Ihr müsst mal bedenken, das ist meine 7. Runde mit dem scheiß Wagen. Ja, hier, ey. Ich muss sagen. Warte, wie viele Rennrunden haben wir? 11. Im Qualifying bin ich 4 gefahren, Philipp, meine 15. Philipp, du kannst dir schon mal freuen. In der nächsten Saison wird ein anderes Auto gefahren, das Safety Car. Der Lamborghini? Nee, der BMW aus dem Green Pack. Was, Mats? Können wir jetzt bitte schon einen anderen Wagen bekommen? Wow. Nee, guck mal, ich hab ja nichts gegen den Wagen, aber das Heck ist so manchmal. Wo so seid ihr gerade? Mats, kannst du mal ganz kurz gucken, wer hinter mir ist? Gerade der rote Wagen, ja. Ist das GT-Racer? Ganz enge da. Da sind wir jetzt. Ach, Blecker, du bist das. GT-Racer ist jetzt auf der Gerade. Der war in der Box. So, wer ist jetzt in dieser ganz engen Rechtskurve, wo so bergauf angebremst wird? Fährst gerade bei der Fange, ja. Dich hasse, aber das ist meine. Eigentlich war jetzt schon jeder in der Box, oder? Ja, Janik hat den Boxenrekord. Also gerade warst du schon in der Box? Ja, ich war schon in der Box. Janik, Lembo, du warst. Antonio, warst du auch schon in der Box? Ja. Ganz am Anfang war ich, 3. Runde oder so. Also wir machen es so, wenn ein Safety Car rauskommt, es muss mindestens 2 Runden draußen bleiben. Grande, Black Eye aufpassen. Dann muss ich mich ja nicht beeilen. Ich schalte mal auf Black Eye, oder nee, ich schalte mal auf würde mich trotzdem beeilen, Erik. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ganz langsam hinterm Safety Car zu fahren. Alter, leck, ist die Haarnadel schwerer als im Rennen. Was schreibst du dir auf, Mats? Was? Und der gleiche Speed. Was schreibst du dir auf? Alter, ich hasse, ne, die Pedale von... Ich schreib mal auf. Philipp! Philipp! Black Eye, stopp! Philipp mir den Sieg, jetzt glaub ich's nicht! Stopp, alle anhalten! Jetzt glaubt mir Philipp den Sieg, Alter, ich glaub's nicht! Soll ich denn mal rausfahren? Ich habe das Gefühl, dass Philipp... Ich möchte ein Foto machen! Black Eye, stopp! Okay, Grandebart rückwärts. Sieht interessant aus. Grandebart rückwärts. So, warte, stopp. Wir stehen alle nach der Haarnadel da. Alter, das sieht aus wie... Alter, Philipp ist einfach... Die Hälfte des Autos ist in der Wand. Eingequetscht. Also, Grandebart stehen bleiben. Lembo raus. Philipp, fahr in die Box. Dein Auto ist komplett zerstört. Du kommst da nicht raus. Ich glaube, Philipp hat mehr Runden als ich gleich. So, stopp. Antonio, du fährst weiter.
Lenbo ja, zweite. Die Box. Bei mir ist vorne alles jetzt kaputt wegen ihm. Ich bin voll Karacho rein. Kannst du vergessen, die Strecke, ganz ehrlich. Die kannst ja, vergessen. Ja, ich weiß nicht, wer die. Die kannst du mit dem Safety Car komplett vergessen. Ja, klar, komm, das, ist ja nicht so, das kann nicht so schwer sein. Okay, stopp, wir machen es jetzt so. Stopp. Antonio und Lenbo. Ihr fahrt jetzt an die Box. War nicht gerade bei euch was kaputt? Wir warten auf das Ziel. Ja. Ich komm hier kaum okay, rein. Okay, alle jetzt in die Box reinfahren, fahren rein. So. Okay. Ich merk's mir, Antonio, Lenbo, Grantebart, die waren vor mir, gut. Ihr werdet euch dann wieder zurückrunden. Also ich kann kaum nach links lenken, ne? Tobi, das war nicht voll schwierig, voll witzig. Ich fahr ganz langsam. Dann also stellt euch doch auf die Startziel. Nein. Ja, ich fahr ganz langsam. Alter. Wer ist denn hinter Black Eye, die zwei Fahrzeuge? Ich und die TWS. Okay, dann fahrt einfach ganz ruhig. Tobi, der Mann sagt gar nichts. Kann man auch Sprit wegmachen? Wie es normal auch gemacht wird oder sowas. Ja, aber wir können ja nicht so stehen bleiben hier. Was soll ich großartig dazu noch sagen? Also ich brauche 50 Sekunden beim Reparieren. Ey, ich brauche 61 Sekunden. Ich habe es eingeblendet gerade. Ich habe es eingeblendet im Stream. 50 Sekunden holst du nicht auf, wenn ihr da langsam fahrt. Dann müsst ihr schon fast warten. Also ich fahre 70. Wir brauchen allein... 50 Sekunden holst du nicht auf. Wir brauchen allein eine Minute hier auf der Geraden. Also Mats, die holen uns schon noch ein. Echt? Ich brauche noch 40 Sekunden. Ja, das ist schon gut so. So, also Antonio war vorne, Lenbo zweiter, dann GT, dann Grande war dritter. Wow, Tobi ist Safety Car. Ja. Warum habt ihr nicht auf Startziel? Warum seid ihr einfach auf Startziel stehen geblieben? Antonio fährt auf der Geraden 60. Aber trotzdem, es wäre einfacher, weißt du, weil wir müssen wieder vorfahren. Ja, das dauert nicht lange. Aber da muss nur einer einen Scheißdreck machen und du. So, Grande, bist du raus? Ja, ich bin raus. Ich hab einfach mal alles. Wir können aber vor mir einen rein und du bist es Safety Car. Nur Engine hab ich geklickt reparieren. Ja, ich auch. Wie Philipp so da rumbrüllt denn. Juhu, und die Wand. Alter. Erst denk ich so. Lenbo? Erst fäll ich so. Lol, Philipp ja. Dreht sich. Bist du raus? Im Moment, eine nein. Millisekunde nee, später. Nee. Nein, fuck, bab ich drin. So, wärst du noch nicht okay. Raus? Also Lenbo und Natur, seid ihr schon draußen? Nein, ich bin gleich wieder noch. Da, ne? Ich stehe das, noch. Das komische war, ich gebe auf einmal ein bisschen mehr Gas und geht nach links weg. Ja ich hab's gesehen. Du hast links angekettet den Anker. Weil ich nur leicht ein bisschen mehr Gas gebe und zack kommt der Tech an. Ja. Das Auto ist so unruhig. Ich fahr jetzt los. Alles klar, wir fahren hier weiterhin 60 oder 50 km/h. Ich will aber nicht Jürgen GT4-Wagen. Komm mit dem Berg nicht hoch, anfahren am Berg. Wir fahren am Berg. Soll ich gar nicht weiterfahren? Oh, gerade einfach so ruhig weiterfahren. So, Antonio, bist du raus? Ich fahr jetzt raus. Okay, das heißt, Lenbo fährst vorne an die Spitze ran. Ich kann wieder Gas geben. Und dann lassen wir Antonio vorbei. Und dann wird Antonio das Tempo bestimmen. So machen wir das. Das wird viel Spaß. Ganz einfach. Mats, der Stammkunde ist gleich wieder da. Also, wer von euch Schnittchen möchte nochmal Safety Car auslösen? Ich geh nochmal raus. Ich will kommen. Bitte! Ja, echt so. Doch, ich will das Safety. Ich will hinterm Safety Car nach Hause fahren. Ich will da nicht mit Lenbo im Heck da fahren müssen. Gönnt Antonio nicht den Sieg. Dankeschön. Weißt du, ich fahr seit etwa. Antonio darf einfach nicht gewinnen. Das ist ja so ein Kodex. Er kann nicht gewinnen. Ich kann doch nicht gewinnen, weil ich in der letzten Runde in die Wand fahre. Ich seh's jetzt kommen. Ich schub dich dann weg extra, okay? Antonio, du hast ja auch D-Punkt Band. Ich hab. So, alle ruhig. Lenbo kommt. Lenbo kommt von hinten. Das ist ja zweideutig. Ja, klar, es ist zweideutig. Ja, Pluspol und Pluspol, Alter. Alle Rechtsseiten, Lenbo fährst vor. Ich bereite mich schon mal vor, dass ich alle Rechtsseiten, damit kenne ich mich aus. So, sehr gut. Ich bereite mich schon mal sehnlich drauf vor. Antonio, wo bist du? Ja, ist echt so. Jetzt in diesem Mittelteil dort. Also, wir gehen mal das Klassement durch. Antonio auf der 1, Lenbo auf der 2, Grandeball auf der 3, ich auf der 4. Black Eye, du bist 5. Oder? Achtung, so, wer ist hinter Black Eye? Erik auf der 5. Erik auf der 5 und wer kommt dann? Ein absolutes Chaos. GT-Racer auf der 6, wer ist 7? Funky, oder? Ja. Und 8. ist der Yannick. Ich bin 9. Na, du wirst den 9. So, Antonio vorbeilassen, bitte. Das hat ja richtig gut geklappt. Und seid ihr gerade? Okay, er ist Erster. Okay, ruhig. So, jetzt darf Antonio. Ab der. Antonio, ab Boxenhalb, nach der Boxenhalb. Ja. Okay. Also die letzte Kurve, Antonio. Und warte wieder, bis alle vorbei sind, dann komme ich hinterher.
Antonio darf das Tempo bestimmen, also aber erst ab, er darf aber erst ab. Ja, ich fahr langsam. Der. Ab der letzten Kurve darf er Gas geben. Also bitte einfach keinen Fehler machen, ganz ruhig fahren. Das passiert, das kann man eh nicht. Das war jetzt aber haarscharf. Ja, ey, das war jetzt echt eine weiße Kurve, die du genommen hast, Antonio. Das war nicht gewollt, nicht gewollt. Ich hab schon gesagt, nein. Aber mit dem SLS muss man auch richtig ausholen. Ja, aber ich war vorne fast mit dem Front rein. Lecker, fahr ganz nah auf Tobi auf. Hallo Erik? Black, ey, passt bitte auf, ja? Ich pass auf, keine Sorge. Bitte, wenn nicht, dann bremst einfach ein bisschen länger und. Oh, Grandebad leckt. So, Antonio darf es da. Darf noch nicht, ne? Nee, du darfst. Ab der letzten. Wenn du einlenkst, darfst du Gas geben. Also, ich darf aber nur muss noch nicht Gas geben, oder? Die drei hinter mir bitte links vorbeifahren. Aber ich muss noch nicht Gas geben, dann, oder? Lecker, du bleibst weg. Und jetzt darfst du. Ja, bitte links vorbeifahren, ich bin nicht schnell. Du musst, du kannst aber ab jetzt. Wieso lässt du mich jetzt vorbei? Ich bin auch nicht gerade schnell. Und ich geh mal wieder in der Boxen. Ja, das war's nicht. Aber Blecke, du kannst ja nicht Gas geben, richtig, oder? Oh, ja, ich krieg gar nichts hin so richtig. Da kommt das Auto ist langsam und die Aufhängung. Ja. Einfach einen ordentlichen Bremswickel. Lembo da vorne auch aufpassen. Ich guck mal bei Erik zu, ne? Mats guckt da vorne hin, Mann, das ist wichtiger. Ja. Alter, was hast du für einen Überschuss? Erik ist genau hinter dir, bitte, ich bin rechts. Jetzt knallt. Ich fahr nur rechts wegen Bremsen. 3, 2, 1. Oh fuck, Bremsdruck verpasst. Tobi, Alter, was soll das? Schieß ihn noch härter ab! Safety Car. Sorry, darf ich noch mal in die Wand geschmuscht? Alter, was soll das jetzt bitte, ne? Ey Leute, darf ich mal kurz vorbei? Also ruhig, stopp. Grantebart hat Dings abgeschossen, hat Antonio abgeschossen. Voll, mit 300 ist er. Und dann ist Black Eye mitten reingerauscht. Ich bin nirgendwo reingefahren. Nee, du bist schön gemütlich. Black Eye, du bist irgendwer ist an mir vorbeigefahren noch. Ich hab alle vorbeigelassen. Tobi, das war GT Racer. Ach, GT Racer, ja, GT Racer. Bremst du mal ein bisschen früher. Meine Aufhängung ist am Arsch. Fahr doch vorbei, meine Aufhängung ist am Arsch. Black Eye, du hattest gute Idee. So, Lambo ein bisschen langsamer fahren. Ja, fand ich auch, oder? Ja, gute Idee, ne? Also, danke. Ich glaube, was, Philipp? Ich bin draußen, wenn ich euch schreibe. Ich bin schon wieder draußen. Nein. Ich wär's mit. Stell dich einfach an eine Boxeneinfahrt hin. Ich sag dir, wenn du Gas fuck, kannst. Was mach ich denn jetzt? Ich bin auf der Gerade schon die Hälfte gefahren. Also Alter, es ist ein Wunder, dass mein Auto überhaupt noch fährt, wie der mich reingefahren ist. Grantebart, warum bremst du den einfach früher? Ich hab, Ja, nee, bei mir ist das komplette Auto rot. Ey, das ist gerade ein komplettes Durcheinander. Mein Auto, meine, Alter. Janik, ganz stark. Also gerade eben war es so. Lenbo ist in die erste Kurve eingefahren. Antonio hat die Hälfte der Kurve geschafft. Dann kam Grandebart, hat ihn noch am hinteren linken Teil getroffen. Ja, so. wir waren noch nebeneinander direkt. So, dann bin ich da auch ganz langsam um die Kurve gefahren. Dann ist rechts die Männer vorbeigerauscht. Das war GT-Racer. Ich hab's nicht so richtig mitbekommen. Irgendwie. Ja gut, mein Rennen ist eh gelaufen. Sitzt in der Wand fest. So. Ja? Das ging alles zu schnell. Aber bleib jetzt mal stehen. Tobi, wie viel Platz bist denn du? Zweiter. Weißt du, ich bin auf der 4 gerade noch. Welche Runde? Lambo, du bist 13, oder? Interessiert der Geckerbo, was Geckerbo zu meinem Abflug sagt. Ja, ein bisschen langsamer fahren, Safety Car, weißt du schon. Ja, ich muss an die Box, ich muss mein komplettes Auto reparieren. Ja, das war's mit 3 Siegern, Junior. Alter, ich bin so ein Fick. Banki, du gewinnst. Es ist mir nicht gegönnt, Erik, ne? Es ist einfach mir nicht gegönnt. Irgendwie, ne? Aber wenn ich vorne dann bin, dann schießt mich ein Idiot ab, so der am Basen, Alter. Ich seh schon. Ah, Erik, brems bitte. Brems. Ja, ich bremse. Brems, Erik. Ja, klar. In welcher Runde befindet sich der? Da würde ich ja Zweiter werden. Erik, hallo? Bist du behindert? Hast du irgendwie ein Ding weg oder so? Alter, wir sind Runde 14 Lecker, und ungefähr 12 Runden war der Safety Car draußen. Ich bin auf der 5. Warte, ich bin jetzt. Wieso warst du so weit hinten? Ist ja nicht gefahren. Das Hallo, ich hab mich verbremst. Achso, du bist. Ah, Kakao steht nächstes Jahr gar nicht so weit. So, ich bin. Ey, das gibt mir gleich eine jetzt Einfahrtboxengasse und kann noch etwa eine Minute stehen. Ja, gerade war der setzt sich an zur Box zurück. Ey, Tobi schießt Denbo ab und dann ist SLS Doppelführung. Echt so. Dann kommt Antonio irgendwie auf die 3 und dann passt. Also, ich soll auf die 3 kommen. Ich fahr jetzt in die Box rein, um mein komplettes Auto zu reparieren erstmal. Also, ich bin in der. Ich hab schon 6 Runden. Tobi, wenn du mich abschießt, ne? Ich pass auf. Er musst du aufpassen, dass du dich nicht selber abschießt. Meine Kamera ist jetzt auf Erik. Oder Erik schießt mich ab, so wie ich ihn kenne. Jetzt einfach so. Oder Erik wird abgeschossen, dann werde ich noch getroffen. Ich hab's in die Box geschafft.
Ja, Tobi, das kann. Und hier wollt Gekka-Bomb mitfahren. Das wäre nichts geworden. Der feiert gerade bei dem Chat. Der wäre nach der ersten Kurve raus. Der wäre am Start schon raus. Tobi, wen hat Gekka da alles gezogen? Wen hat er nochmal gezogen? Griezmann Inform und Bale. Griezmann, den neuen Inform, ja? Ja, 86er. Alter, der ist so OP, der Typ. Der hat so lang. Denk an 90 Grad Winkel. In der Happy Hour oder was? Das ist geil. Naja. Wie spät ist es eigentlich? 8:30. Ich hab noch eine Viertelstunde. Was? Eine Viertelstunde, wir müssen noch 7 Runden fahren. Das wird nach Zeit beendet, oder? Ich weiß ja, nicht, hier. Heiß drauf, fahr doch einfach die 15 Minuten so, ob es jetzt 15 oder 18 sind. Naja, das ist ein Unterschied. Naja, ich denke mal, das Rennen wird nur eine halbe Stunde dauern. Also ich wäre für Zeit beenden. Wenn sich hier so wirklich jeder... Ich stehe immer noch 40 Sekunden an der Box. Und Damal, weißt du genau, wann das Rennen begonnen hat? Brauch ich nicht. Wir haben ja mit dem Qualified 15. Drin, da steht drin, das Rennen geht schon 45 Minuten. Ja. Ach so, ja? Gut. Was ist das? Das ist so. Es steht unten in der Reihe. So Leute, jetzt mal bitte vorsichtig gegen die Haaren. Ach ja, stimmt. Ja. Bei mir steht ja 43:13, aber muss ja. Wir stehen noch 20 Sekunden an der Box. Alter, wir sind echt gleich in der letzten Kurve. Ja, wir sind gleich. Ja, wenn ich mit roter Aufhängung vorne links, vorne rechts und hinten rechts, Alter, halt das Fresse-Telefon. Ach, geht ja noch Neymar. Wie viele Runden hast du, Grantelbart? Hinten rot, vorne rot, rechts rot. Was sind das denn für Picks? Was sind das denn für Picks? Wie soll ich da bitte irgendwas Mats. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein normaler Goldpack. Der hätte noch 2,6 Millionen gehabt. Okay, das könnte ich noch schaffen. Ja, ich kann er mir ein paar abgeben. Halt die Fresse, man. Also, Philipp, noch eine Runde fährst du, oder? Ja. Gott. Ich bin ja für das, dass der Zeit oder nicht? Ja, wir machen es zur Zeit. Also, wenn die 60 Minuten um sind, dann steht die letzte Runde an. BVB, bist du schon raus? Ja, krieg ich denn dann volle Punkte oder nicht? Weil in der Formel ich würde sagen, am nächsten Unfall ist Ende. Ihr fahrt schon an mir vorbei. Ich bin immer noch in der Box. Moinsen. Hey, ich bin hinter dir gekommen, kann vor. Doch zum Kotzen, Alter. Dann lass uns eine schnelle Runde fahren, indem jetzt die Rückrunde ist. Aber ich freue mich auch. Wieso, ich stehe immer noch. Das war auch am Start, das GT Racer. Und jetzt war das Spiel eine Hahn, Alter. Ich bleib jetzt einfach hinter euch, ne? Weil ich fahre hier gerade irgendwie. Was bringt Alter, losfahren. Ey, ich kann nichts. Noch Punkte. Ich überrunde sicherlich nicht, ich fahre hinter euch. Ja. Ach, ich mach das Rennen jetzt schon. Ja, ich auch. Sich jetzt in der ersten Kurve abschießt. Was, Erik, du feierst das auch? Find's witzig. Erik? Also ich glaube, GT Racer hat hier von allen schon am meisten Unfälle gebaut. Ne, er hat die meisten verursacht. Ja, aber... Weißt du, das erste Kurve, da bremst du dann früher und der fährt mit 200 in mich rein. Und wer war am meisten in der Box? Ja, sorry, ich hab da 200-Meter-Schild vom Feld. Ich hab dann da geguckt, wenn da 200-Meter-Schild um... Wie viel hast du? Ich bremse kurz vom 100er-Schild voll. Alter, bei sowas lupft man vorher, schon mal davon gehört? Jede Runde einmal, glaube ich. Praktisch, ich habe auf die falschen Reifen gewechselt, aber es gibt echt hier keinen Fahrer, dem man vertrauen kann. Nee. Doch. Doch, mir habe ich einen Unfall gebaut bisher, irgendwann. Bei mir ist das Problem gewesen in den letzten paar Rennen, wo ich alle weggehauen habe, dass ich immer bitte ein bisschen mehr Abstand nicht konzentriert war. Vordermann Tobi, ja? Ich habe schon so viele Ligare mitgefahren. Kannst du dich an eins erinnern, wo ich einen Unfall gebaut habe? Also Spa, fuck it. Ja, außer Spa! Deutschland. Oh. Ja, Antonio, da bist du ja einfach mit Absicht reingefahren. Ja, das war auch mit Absicht. Das hat mir jeder gesagt und ich hab's gemacht. Fand der Imola in der ersten Kurve war das. Das war das Attentat von Spa-Fugelschor. Du musst. Ein Kroate rammt einen Deutschen weg. So, ich bin jetzt wieder hinten. Aber ihr seid Runde 15. Er erschoss ihn. Ja, du musst noch vorbeifahren. Ja, was bringt mir jetzt, bin ich zurückgerundet? Erik, er hat ihn mit einem kräftigen Ruck umgerammt. Wieso bin ich anscheinend auf dem Fahrrad? Ja, was darf ich jetzt machen? Ich bin ja hinter euch in Runde. Attentat von Spa-Frucoshaw. Ich hätte das Rennen auch so gewonnen. Weil ich muss ganz hinten fahren. So, jetzt um das Heftiger rein. Also, boah, pass das bitte netten auf, ja? Ja, was darf ich machen? Darf ich jetzt auf zwei wieder vor oder nicht? Nein. Nein, das wäre nicht während dem Safety Car. Nein, weil Tobi noch mitfährt. Und das war wieder ein Rennunfall. Ja. Da war kein Safety Car mehr. Oh, wie langsam ist der jetzt? Ja, Philipp, der kann nicht anders rum. Scheißegal, wie ich fahre. Ich fahre jetzt da auf letzter Rille die Kurve. Ist egal. Erik, bitte überhol einfach nicht, ja? Dann schieße ich ihn halt ab. Entenmarsch. Erik. Verpiss dich einfach. Ich hab Glück, ich hab mich so ziemlich aus allem rausgehört. Entschuldigung. Keine Sorge, mein Heck ist eh schon komplett rot.
Wow. Bei mir ist gar nichts. Bei mir sind vielleicht ein paar Teile hellgelb. Kann ich aber verstehen. Ja klar, das ist natürlich bitter. Ich guck mal, über mein Rennen auch zu Ende sein können, wo ich hier da festgesteckt geblieben bin. Aber ich bin rausgekommen. Aber du warst nicht an 1. Ey, stell euch das jetzt mal vor mit 100% Schaden. So, jetzt darf Lambo leicht bestimmen. Ja, soweit Philipp die reingefahren kann, Dings bestimmen. Philipp fährt weiter. Philipp, wieso fährst du weiter? Jetzt fahr hier vorne. Philipp will noch eine Runde haben. Dann muss BVB überholen schnell. Du kannst es schaffen. BVB ist doch vorbei. Müssen wir jetzt hinter ihm bleiben? Wieso, oder wieso darf jetzt Antonio vorbei? Ja, weil er vorbei. Eine Runde hinter uns ist. Ach, er ist eine Runde hinter uns, stimmt. So, genau. Ah, das darf er ja. Wir dachten ja, Antonio, hallo. Ich dachte, ja, Erik, du bist eine Runde vorbei. Ja, GT Racer. Hä, wie du ist GT Racer dabei? Ist er nicht zurück zur Box gedrückt? Nein. Also ich hab schon mehr Runden als der Mal steht bei mir. Nein, das war Krampelbart. Ach so, ja, dann muss GT Racer vorbeifahren einmal. Stimmt, passt doch. Philipp ist 10. Philipp und Punkte fürs Porsche-Team. Philipp Punkte. Für das Porsche-Werksteam. Ja, ja, Erik, also ich würd noch mehr. Ey Leute, ich glaube das endet hier im Safety Car. Ups. Ich meine, da hätte ich ja echt nichts dagegen, aber... Da kommt sie wieder raus. So, ah, Alter, das Ende fallen, hab ich nicht gegeben. Ist mir scheißegal, Frankie, du gewinnst das. Hab keinen Bock mehr. Nee, aber... Da, außer Tobi mich. Schießt Limbo ab und Erik für voll rein. Gehst du zurück zur Box, oder was? Ja. Warum? Ja, was hast du nur gemacht? Er saß in der Bande fest, wo ich auch fest saß und da kommst du... Da ist eine unsichtbare Wand, wenn du da die berührst, kommst du nicht mehr raus. Fertig. Aber wie bist du da überhaupt reingekommen? Ja, wenn man so ein bisschen rutscht in der ersten Kurve, dann bist du da weg. Ich kann euch beruhigen, nächste Saison sind die Strecken getestet. Das heißt, ja, und hoffentlich nicht mehr auf Macau. Die Strecke ist doch gut. Jetzt gut theoretisch. So, nur theoretisch. Warum musste ich mich zurück überrunden, wenn wir das Rennen sowieso auf Zeit beenden? Weil du dann wieder hinten wärst. Also da wärst du wieder in der gleichen Runde. Alter, na und? Und dann hättest du das so. Nein! Vielleicht noch 30 Punkte. Von der Mauer gefahren. Ich hab gerade, bei mir gerade mega lag. Oh, fang ich wieder da. Wie viele Minuten fahren wir schon? Nee, ich muss jetzt 50. 9 Minuten sind's noch. Nee, aber nein. Okay, das war Antonio. Philipp, wie war das nochmal mit Safety Car? Rage Quit. Halt die Fresse. Ich hab gehört, dass Philipp nochmal drin. Und weg, tschüss. 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 Ja. Wer ist denn gerade das Klassement? Also ich hab 11 Runden gefahren und bin 8er. Das ist schon geil. Wir haben 16. Ja, Philipp hat, bei mir steht auch schon Philipp 8 Runden. Janik, beide sind nicht vor dem Rennen, das ist wahrscheinlich auch Runde ab. Sein könnte, dass das Safety Car kein einziges Mal rauskommen muss. Dachte ich halt echt, weil ganz ehrlich, ich hab mich hier schon so oft gedreht und so, aber ich bin nie irgendwo hängen geblieben. Konnte bis jetzt immer noch zurück zur Box, Oh Gott, ey, was ein Chaos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie auf dieser Strecke gedreht. Mal an der Wand hängen geblieben. Gedreht hab ich auch noch nicht, aber... Mach mal die Traktionskontrolle aus. Ist doch aus. Nee. Die muss auch, die ist aus, ja. ABS haben wir lieber für das Rennen eingeschaltet, das wäre sonst, ein Massaker geworden. Also ich überhole jetzt hier. Erik, nein. Erik, wolltest du disqualifiziert werden? Nein, keine Sorge. Okay, komm, für unseren Plan zu Ende. So, jetzt fährt Philipp rein. Nee, ja! Jetzt wieder hängen geblieben. Ey, ohne Witz, hast du das gerade gesehen, Mats, bei mir? Ja, du bist mit Heck hängen geblieben. Alter, beide aufhängen. So, Mats, Philipp soll rein oder nicht? Ja, Mann, dann bleibst du auch nicht. GT Racer, in welcher Runde bist du? So, bleibst du fest nicht rein. Herr Philipp, wir sind jetzt rein. Herr Philipp, muss rein. Er muss rein. Erik, wir sind. Wie viele fahren noch? Kann ich auch. 7. 8 Leute. Ach ne, 7, weil der eine... Ja, dann lass jetzt weiterfahren. Ja, wir haben jetzt noch... Komm! Philipp, du kannst da vorne auch noch reinfahren. Links jetzt. Da bin ich gerade eben einmal reingefahren. Philipp, was machst du? Wir fahren jetzt einfach die Zeit. Nein! Eine Runde nur noch, ey. Kein Bock mehr hier, ganz ehrlich. Ja, du wenn du euch jedes Mal abschießt, dann das ist ja langweilig. Du machst es ja gerade erst langweilig. Danke. Hallo, Mats hat gesagt, du fährst rein, dann fährst du auch rein. Hallo, was ist das für ein Sinn? Ich fahr rein raus. Da kann ich auch gleich draußen bleiben. Ja, ist ja draußen. Wir fahren in der ersten Kurve, müssen Safety Car wieder da raus. Haben wenigstens, ja, aber wenigstens 20 Sekunden lang Renntempo. Dann lass wir wenigstens mal was fahren. Zu tun. Noch eine letzte Runde fahren. Ey, ganz ehrlich. Eine letzte Runde, dann ist entschieden. Ganz ehrlich, was ist denn Kram hier?
gern, überhol dich einfach gleich. Erik, tust du nicht? Du weißt ja, Funky, was gleich los ist. Runde, ja. Ende, Funky. Philipp, du weißt ja, was gleich los ist. Auf überhol einfach. Ich überhol sie jetzt gleich in der letzten Runde. Na, Erik schießt mich in der letzten Runde wahrscheinlich ab. Ist mir doch wurscht. Hallo, das Rennen ist so beendet hier. Ja, Philipp, als ob du jetzt nochmal eine Runde uns dann so fahren lässt. Ja, natürlich. Bitte, wenn dann zu Ende. Eine noch, jetzt eine letzte gleich noch. Nein. Erik möchte unbedingt noch überholen. Funky, vor dir schießen dich alle ab. Erik möchte unbedingt mich noch abschießen. Ja, bitte, Funky soll das zu Ende fahren. Ja, komm, das ist ziemlich gut. Ich wär zufrieden mit einer 4, ganz ehrlich. Also nicht mit einer 4 im Zeugnis, aber... warum? Funky war wieder ausreichend. 4 ist bestanden, hallo? Ja gut, aber das auch nicht mehr. Latein ist da sogar gut. Aber auch nicht weniger. Ich habe aber auch kein Latein. Ja, Deutsch ist auch nicht viel gut. Ja, ja. Für mich ist es gut, wenn er so scheiß Gedichtanalysen schreiben muss. Erörterung, Interpretation, da kriegt man so einen Hals. Gut, dann fahren wir jetzt halt hier so unser Rennen. Ich habe nur 87 Liter. Ich kann noch 42 Liter. Erik, lass mal was abtanken, wir haben Fahren. Ja, ich weiß. Ich spring kurz mit dem Schlauch rüber. Eine Runde muss ich noch schaffen, damit ich auf Platz 7 bin. Ich packe kurz einen Streichholz, sondern dann werfe ich das im Teil. Also ich streike jetzt, ich halte jetzt hier die Fahne raus. Ich möchte jetzt hier ein Renntempo haben. Ja, ich nicht. Einfach wie bei Ernest. Also wir können ja abstimmen. Wer ist so, Lembo, Renntempo oder nicht? Ja. Gut, ich bin auch für Renntempo. Erik? Ja. Okay, wer ist Vierter? Nein. Funky nicht, okay. Nein. GT Racer? Black Eye? Nein. Gut, GT Racer? Ich wäre dafür, dass Philipp jetzt vor der Haarnadel das Rennen freigibt. GT Racer? Nein, nicht voll. Ja, dann mal, damit du das danach wieder nicht freigeben ist kann. Ist GT Racer ja oder nein? Okay, ich glaub, Grantelbart, du? Dann bist du raus. Nein, weil dann könnte ich vielleicht noch Siebter werden. Okay, Yannick? Ja. Okay, du bist auch gut entschieden. Gut, Renntempo. Dann kann Funky nicht Erster werden. Okay, dann fahr ich jetzt. Es wird Funky, ich bin Philipp, es wurde jetzt einfach entschieden. Die vor dir schießen sich ab, Funky. Ja, ich schieße nicht. Ja, ich Renntempo. Lass ihn mal vorbei. Renntempo. Fahr ich Renntempo. So behindert, Alter. Fahr ich Renntempo. Alter, du kannst ja vor... Fährst du immer noch vor? Zum Glück hat er mich nicht Junge, Funky, wie behindert bist du eigentlich? Du Depp. Oh! Ja, durchgepusht. Immer Hohmanöver. Beschleunigung. Junge, Funky, Alter. Funky, bist du noch Erster? Nee, ich bin gerade auf der 2. Welche Runde warten hier? Du bist auf der 2? Ja, ja. Ja, Funky, du bist auf der 2 geboxt. Ey, Renntempo jetzt. Alter, komm, warum schießt mich ab? Warte, Funky, welche Runde bist du? 18. 18, okay. Funky, du gewinnst das, Funky. Ja, klar. Blackhead, welche Runde bist du? 18. Lembo, du auch, oder? Ja. Gut, dann okay, geht fahren wir jetzt rennen. Hä? Wie? Alter. Philipp, ganz ehrlich, ey. Aber ich glaube, ich. Okay. Scheiße. Junge! Scheiße. Bitte hinter mir. Tobi, du bist. Junge, wie kann man. Philipp, fahr mal wieder raus. Nee, Alter, ganz ehrlich. Du, wie kann man. Tobi, Alter. Philipp. Kompetente Safety. Philipp, ich bin in die Wand eingeschlagen. Ich konnte nichts machen. Mein Auto ist kaputt. Safety, bitte raus. Mein Auto ist kaputt. Ich stimme. Anarchie. Soll ich Safety Car machen? Nein. Mats ist doch drin. Tobi, du bist... Alter, nein, Tobi. Mats, hast du gehört? Safety Car. Danke, Tobi. Ich kann hier rum die Kurve. Ich bin siebter. Okay, ich bin ausgeschieden. Bei mir bist du noch achter, aber ist okay. Welche Runde bist du? Ich kann hier weiter... Also ich kann schon weiter... Ich fahre jetzt hier hinten rein. Ich... Dass wir beide gleiche Runde... Okay, nee, ich bin jetzt 13. Tobi, welche Runde bist du? 18. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Dann wird hier eine Runde zu wenig angezeigt, weil ich um 13. Also, okay. Bei der Aufhängung ist der Runde. Was, Erik? Bei der Aufhängung ist der Also, oben steht bei mir, ich bin jetzt Siebter. Nein, ey, ich bin so dumm. GT-Race und Black Eye, wie wär's, wenn du das jetzt friedlich zu Ende bringst? Wir bringen das friedlich zu Ende, ich setz nicht zu überholen an seinen Massenunfall. Ich fahr ja eh noch eine Runde. Ihr könnt Boah Leute, jetzt zeig doch mal was noch. Nein, ich will den Platz zu Hause. Ja, ich will, okay, ich wär auch noch mit einer 4 zufrieden. Okay, dann fahr ich jetzt eben noch eine schnelle Zeit da mal, schau bei mir zu.
Okay, also ich fand einfach das nee, Rennen so zu Ende und wer am Ende... Ja, genau so, ja, genau. Ey, weißt du was ich mit der was? Habe? Was? Zeit? Ja, wir fahren die Runde jetzt noch zu Ende und dann ist kurz... Ja, die Runde ist zu Ende. Die Runde... Wenn es übers Ziel noch kommt, dann... Lolo, ich stelle mich jetzt wieder in die Box. Müsst ihr noch fahren. Also wer jetzt übers Ziel kommt, das ist die letzte Runde offiziell. Oh, Lenbu! Lenbu ist auch... Fang jetzt nochmal noch erster. Nee, Lenbu ist... Ah, Lenbu hat gewonnen. Nein, eine Runde noch. Zu Ende fahren. Die Stunde ist noch nicht rum. Eine Runde noch, okay. Funky. Yannick. Ja, ich lass alle überrunden. Scheiße. Funky. Ja. Oh, Funky. Mach keinen Scheiß. Yannick. Oh, Yannick, nein. Ich stehe hier. Ja, Zeit ist vorbei. Die ach, Erik, du kannst auch noch eine Menge. Du willst auch sehr schnell fahren. Ey, was? Ich, nein, ich hab nicht gewonnen. Wieso schaffen sie das? Lenbu ist noch vor mir. Die Stunde ist vorbei. Stunde ist doch vorbei. So, jetzt letzte Runde. Lenbu ist vor der Stunde noch über die Ziele. Lenbu ist noch vor der Runde noch zu Ende fahren. Nein, ist der nicht. Lenbu kam 59,50 rüber. Laut deinem Team ist der bei 60,4 über die Linie gefahren. Nee, bei 59,48 bei mir. Ja, bei 59,48. Ey, ich bleib jetzt mal mit Gekki, ne? Und Gekki meint, er hat einen Screenshot gemacht, dass Funky noch vor der 60 Minuten durch ist. Ja, Funky. Lenn, der was erste machen wir, wenn alle ins Ziel gefahren sind? Das ist denn vorbei. Ausschalten und das alles vergessen. Ich lösche auch den Stream, ey. Wir müssen uns ja noch irgendwie irgendwo hinstellen, damit wir erkennen, wer welcher einfach Platz anhalten, ist. Einfach anhalten dann. Lenbu, falls ist einfach die Runde zu Ende. Lenbu, du kennst doch da die lange gerade nach dem Stadtziel, da hältst du einfach an. Willkommen. Ja, ne, überhol dich Funky und Funky gewinnt. Nee. Nee, es ist die letzte Runde jetzt offiziell. Ja, wir haben es doch verstanden. Funky, du bist weiter. Ja, ja. Funky. So unverdient. Alter, wobei und ich versau einfach, ich fahr jetzt weiter, weil ich versau meinen Rennen einfach in der ich fahr einfach voll in die Wand. Ja, nee, ich verpasse einfach meinen Bremsprung. Vom Fahren her liebe ich Stadtstrecken. Erik, was machst du da? Nein! Oh, jawohl! Ja, jetzt was? Dreht mich halt noch richtig, weißt du? Oh, schade, ich dachte, es geht. Zweiter! Erik, fick dich! Funky, nichts weiter geworden? Nee, jetzt bin ich auf hier. Aufpassen nach der Haarnadel, da steht ein wilder Erik auf der Strecke. Was denn? Ich kann nicht mehr fahren. Da steht also ein wilder Erik auf der Straße. Ach scheiße, jetzt hab ich mir gerade alles verbockt. Also Erik ist... Ey, Funky war vor... Nein. Na, war schon Erik, bist du, auf, bist du eigentlich bei dir unten vor mir oder hinter mir? Ja, aber das ist dann damit... Screenshot, du bist Erster. Wenn ich die Runde abschließe, bin ich vor dir. Ich bin nicht Erster, Lenbu ist Erster. Alter, wenn der Erste vor 60 Minuten durch die Runde kommt, wird von allen die Runde noch zu Ende gefahren. Und gewonnen. Ja, das war... Lenbu hat gewonnen. Was ist das für ein Chaos drin, ey? Jetzt darf ich jetzt einen Unfall machen? Ja. Stell dich irgendwo hin. Ist mir egal. Geil. Okay, alle, die ins Ziel kommen, einfach Vollgas geben und dann Erik, du die bist erste ein Kurve nicht einlegen, sondern einfach hinten reinballern, okay? Erik, wir können das Rennen einfach nicht zählen lassen, wie wär's damit? Ja, doch, das zählt jetzt hier, das zählt. Das zählt. Das zählt. Nur weil Tobi nicht gewonnen hat, so geil, nur weil Tobi nicht gewonnen hat. Blacker ist Zweiter, GT Racer ist Dritter und Funky wird Vierter. Funky wird Vierter. Fick dich. Ach scheiße, ich hätte gar nicht reinfahren, Leute. Alter, Erik, du musst die Runde beenden, sonst bist du nicht vor mir. Ja, ich ja nicht weg da. Ja, wie soll ich denn hier weg? Er hat mich doch am Anfang gefährdet, nicht auf ihn. Ist das geil. Was seid ihr denn? Hallo! Ah! Servus, Jungs! Jungs, wie geht's euch? Da ist ein Rad. Da ist ein Rad oben auf der Bande. Ja, sehe ich auch. Ich bin in der Wand. So, Erik, letzte Mitte, dann ist er vor mir. Vier Fahrzeuge haben das Rennen beendet. Sehe ich das richtig? Es kotzt mich zu. Ich komm auch noch. Ja. Fünf Fahrzeuge. Kratz war sowas wie ein Lenbu sie, oder sieben. Erik, fünf. Das kotzt mich gerade so an, dass ich jetzt noch meinen zweiten Platz da verkackt hab. Aber... Yannick ist auch über der Ziellinie gleich. Ja, ich bin siebter. Warte, bis... Ja, du bist die Mein Auto funktioniert. Also das Rennen ist jetzt offiziell beendet. Lenbu gewinnt das Ganze vor Black Eye, GT Racer, Funky, Jetset, mir, Yannick 2711, Grantelbart. Bei den 60 Minuten. Ich bin... Ja, ich bin aber mehr Runden als ihr gefahren. Ja, ja und? Ja, also, bist, oh Gott. Ja, was denn jetzt? Ich bin jetzt eigentlich, da rausgeflogen. Ja, aber du warst noch nicht und vor den 60 Minuten. Aber ist es nicht ein echt außer, wenn es mehr Runden gefahren ist?
Ja, nee, wenn du draußen bist, bist du draußen. Ey, ich bin außerhalb des Dings. Philipp, wie läuft denn das ab eigentlich? Wenn ich bin ja raus. Ich mach Abmoderation jetzt. Na, okay, können wir danach noch klären, denn ich muss mal hier alles aufgucken. Das war auf jeden Fall der letzte Stream der GTL von mir. Also ja, das soll so an sich gewesen sein. Ja, das war einfach ein Chaosrennen. Darüber wird nochmal diskutiert. Ja, das soll es gewesen sein. Bis dann und ciao.